Verstappen musste mal arbeiten für seinen Sieg. Norris scheiterte knapp an seinem zweiten Sieg in Folge und Perez war eine totale Enttäuschung. Ich blicke mit euch auf alles, was ihm zugegebenermaßen langweiligen Grand Prix von Imola abging. Nicht gern kostenlos, lasst einen Däumchen oben da und wir gucken mal drauf. Wir fangen mal direkt beim Start an und ja, wie sollte es auch anders sein? Max Verstappen hat ihn eigentlich für sich entschieden, hat auch in dieser einen Runde es geschafft, aus dem DRS-Fenster rauszufahren, aber es ja, zeigt sich natürlich im Gegensatz zu Miami, dass er gerade in Imola eine sehr solide Leistung hat. Er konnte sich gut weg, er konnte ja gut wegfahren in der Anfangsphase. Norris ein bisschen schwächer weggekommen. Wheel Spin kam dann auch ein bisschen unter Bedrängnis der Ferraris, konnte das aber meisterhaft ja, meistern. Und vor allem auch gab es keine Zwischenfälle. Die ersten sechs sind so durchgekommen, wie sie auch reingefahren sind. Lediglich Yuki hatte in den Top 10 seinen kleinen Hänger drin und verlor da zwei Plätze. Sonst war eigentlich alles sehr gesittet. Man hat eigentlich hier kaum irgendwas gemerkt und man wusste schon, das könnte dann doch ein sehr langweiliges Rennen werden. Jetzt gucken wir mal hier, ja, ebenfalls hier in der ersten Runde. Und man sieht dann halt echt schon, wie Verstappen da davonziehen konnte. Nach einer gähnenden Langeweile ging es dann auch schon ja, in die nächsten Runden rein. Lando hat es eigentlich immer wieder probiert, in Sekundenfenster reinzukommen. Natürlich hätte das DRS unnormal geholfen, ist aber wirklich immer an ein paar Tausendstel gescheitert. Und so musste er quasi ja, Verstappen ziehen lassen und auch Oscar Piastri hat sich im ersten Stint die Zähne an Carlos Sainz ausgebissen. Er war oft dran, aber es reichte halt wirklich um dieses Minimum nicht und generell, es war eher ein defensives Rennen, viel Taktik dahinter, hat mir nicht gefallen, by the way, aber auch Yuki hier unter Bedrängnis, das kennt man so gar nicht, dass die Haas tatsächlich unheimlich überraschend stark waren. Also im Qualifying ist das eine, aber die haben auch im Rennen sehr genervt, muss man sagen. Und ja, mitten, ja, so im ersten Stint, also Perez ist ja von 11 gestartet, mitten in diesem ersten Stint hat es Perez tatsächlich geschafft, sich zu verbremsen, ist dann in der vorletzten Kurve weit gegangen ins Kiesbett rein und am Ende des Rennens sagt er auch, diese Rennstrecke ist nicht gemacht, um Rennen mit der Formel 1 zu fahren. Er ist absolut enttäuschend in das gesamte Wochenende reingestartet mit P11 im Qualifying schon, also das Aus in Q2 und auch generell. Das Rennen war nicht gerade spektakulär, konnte kaum Yuki folgen und auch nicht den Haas und generell, er war da eher von der ganzen Leistung her meiner Meinung nach sehr schwach und wenn er so weitermacht, ist wirklich sein Cockpit bei Red Bull gefährdet, denn das ist absolut nicht die Leistung, die man sich von einem Fahrer im besten Auto erwarten muss. Ja, auch generell, sein erster Stint ging ewig, man hat ihn auf den weißen Reifen ausgeschickt, da tut ihm echt leid dafür, denn das wünsche ich, glaube ich, keinen, er wurde permanent von irgendjemandem überholt. Und ja, apropos überholen, auch Norris ging dann vorbei, wir reden dann hier vom ersten Stint, Norris war bereits in der 18. Runde drinnen, Verstappen ist dann erst in der 22. reingekommen, also 4 Runden frischere Reifen und das macht dann natürlich eigentlich den Unterschied, doch auch Verstappen hat dann natürlich nachlegen müssen und Perez war natürlich so ein bisschen dieses Zündlein an der Waage, denn Norris brauchte schon eine knappe Runde, um an dem vorbeizugehen. Natürlich fraglich, wenn Perez nicht gewesen wäre, wäre natürlich Norris näher dran gewesen, aber hätte wäre, wenn ihr wisst, was das bedeutet. Auch Hamilton hat es mal getroffen in Aqua Minerali, ist er abgeflogen in dieser Suten unten, ist ein Quersteher und du bist direkt vom Fenster weg. Also ihr seht, es kann jeden treffen und ja, Piastri jagte dann Leclerc, weil eben der McLaren-Pilot einen Ticken früher an die Box gekommen ist und es dann quasi in dieses Overcut-Fenster, Undercut-Fenster geschafft hat und ist nicht ganz aufgegangen. Dann wiederum jagte Charles Leclerc Lando Norris. Also wir reden so von circa 30, 35 Runden vor Schluss und dann fing Norris auf einmal Leclerc auf einmal an, richtig, richtig zu pushen und man wusste ja, die Degradation, also diese Abnutzung ist höher als erwartet und warum Leclerc dann aus dem Nichts angefangen hat zu pushen,
hat sich natürlich erstmal cool angeguckt, hat man sich gedacht, ja, jetzt wird's endlich mal spannend, vielleicht kommt dann Fight zwischen den beiden. Doch auch da, denkste, kam irgendwie nichts, auch nur ein oder andere Fehler von Charles Leclerc, aber das ist eigentlich nicht so schlimm gewesen. Also er war immer wieder dran. Doch dann zeigte sich so ein bisschen was ab, was wir, glaube ich, nicht erwartet hätten, Leute. Denn Lando Norris wurde schneller und schneller und schneller und schneller. Und dann war er schon fast im DRS-Fenster von Max Verstappen. Er ist immer wieder dran gekommen, hat sich gepusht, hat sich anscheinend auch die Reifen besser eingeteilt als Verstappen und konnte dann tatsächlich in jeder Sektion ein paar Zehntel aufholen. Sekundenweise hat er den Vorsprung schmelzen lassen und es zeigte sich dann, dass der McLaren vermutlich besser mit dem weißen Reifen umgehen kann als der Red Bull, und hier war er dann schon ganz, ganz nah dran und da kam, ja, mal kurz ein cooles Bild. Das wäre natürlich schön gewesen, aber das war leider schon nach der Zieldurchfahrt. Also es war ganz knapp, Verstappen hat das Ganze gewonnen, aber es waren nicht mal 8 Zehntel, die die beiden getrennt haben, und ich hoffe, es geht so weiter, denn so wie die Formel 1 am Anfang der Season war, war es einfach nur unfassbar langweilig. Man hat immer schon gewusst, wer gewinnen wird, und vielleicht bleibt es jetzt mal so. Ich würde es mir ehrlich gesagt echt wünschen. Lando Norris zu Recht Drive of the Day geworden. Er ist ja von 2 gestartet, hat den Platz von seinem Teamkollegen geerbt. Dennoch muss ich sagen, der Mann hat alles richtig gemacht, hat gepusht ohne Ende. Und wenn es dann tatsächlich am Ende diese paar Zehntelchen waren, die er da, oder diese Sekunde, die er da gegen Perez verloren hat, wäre das natürlich umso bitterer. Aber ich, wie gesagt, das kann man ehrlich gesagt nur mutmaßen. Hier haben wir dann also die Top 10, und da müssen wir hier auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Charles Leclerc eigentlich so ein bisschen, ja, hat man nicht richtig mitbekommen, aber Leclerc tatsächlich ein sehr solides Rennen gefahren, konnte auch zwischenzeitlich echt Norris pushen, aber die McLaren sind anscheinend dann doch schon jetzt aktuell die zweite Kraft. Ich traue es mich fast nicht sagen. Oscar Piastri dann Vierter geworden, ja, er hat mit Carlos Sainz geswitcht, aber auch natürlich durch die Strategie, weil Sainz ewig draußen blieb und ja, Piastri dadurch einfaches Spiel hatte. Lewis Hamilton und George Russell haben quasi die Positionen geswitcht und Russell ist dann nochmal auf die schnellste Rennrunde, hat das Ganze auch gewonnen, hat die schnellste Rennrunde einfahren können, war aber ehrlich gesagt auch nicht mit der Entscheidung zufrieden, dass er quasi den Grid-Position-Platz gegen Hamilton verloren hat. Aber strategisch einfach Meisterleistung von Mercedes. Man hat sich die schnellste Rennrunde sichern können und vor allem hat man einfach beide Positionen behalten. Einfach nur einmal umgeswitcht. Tolle Leistung eigentlich, sehr stark. Sergio Perez, wie gesagt, ein unfassbar schwaches Wochenende, Lance Stroll. Aber wir gehen jetzt eh nochmal nach diesen ganzen auf die Noten ein. Vorerst blicken wir aber noch auf die Konstrukteurs-WM, auf die Fahrerweltmeisterschaft, und da ist Max Verstappen einmal mehr natürlich mit dem Sieg 7 Punkte weitergezogen. Doch Charles Leclerc ist jetzt wieder Zweiter in der Weltmeisterschaft, ist auch interessant, auch wenn das schon fast 50 Punkte sind. Monte Carlo steht nächste Woche an, ich bin unfassbar gespannt, wie am Sonntag das Rennen, ja, ausgehen wird. Sergio Perez nur noch auf 3 mit 107 Punkten, aber dicht gefolgt von Lando Norris, der hier tatsächlich schon 101 Punkte eingefahren hat und nur 6 Punkte von Perez weg ist und nur 12 Punkte von, ja, Charles Leclerc, und dann wäre er schon Zweiter in der Weltmeisterschaft. Also ich denke mal, dass der McLaren mit dem aktuellen Paket tatsächlich der größte Favorit nach Red Bull sein wird. Sainz 93 Punkte, ja, ist okay. 40 Punkte dahinter, Oscar Piastri. Natürlich zu Schulden ein bisschen das Rennen in Miami, das ihn ja von Sainz zerstört wurde quasi. Russell 44, Hamilton nur 35 Punkte, Fernando Alonso 33, auch ein echt schwaches Wochenende. Aber ja, es gibt so scheiß Wochenenden. Und da ist schon Yuki auf der 10 mit 15 Punkten. Ich bin sehr stolz auf den Japaner, denn der hat es wirklich unnormal gut gemacht und ein sehr starkes Wochenende. Wir gehen mal zur Benotung und fangen auf den 3. Platz an. Der angesprochene Yuki Tsunoda. Wirklich starke Leistung vom Japaner und ich gönne es ihm vom Herzen, dass er wieder einen wichtigen Punkt mitgenommen hat. Sehr verdient, hat sich gegen die Haas durchgesetzt und natürlich auch gegen seinen Teamkollegen. Der bekommt einen Safe eine 1. Lance Stroll auch
das gesamte Wochenende quasi besser als sein Teamkollege. Und das kennt man so nicht, dass er dreimal hintereinander ausqualifiziert wurde. Auch eine 1 eigentlich verdient. Perez, sehr, sehr schwaches Wochenende tatsächlich. Von 11 ins Qualifying, vom Qualifying aus nur 11 gestartet. Und auch das Rennen an sich, da muss mehr rein. Da gibt es eine nachdenkliche 4. Auch mit dem Fehler. Ist natürlich eine blöde Strecke, um zu überholen, aber das hat er sich auch selbst zuzuschreiben. George Russell eigentlich besser als Hamilton im gesamten Rennen gewesen. Man war zwar immer diesen paar Zehntel auch, trotz des Fehlers von Hamilton, muss sich Russell eine klare 2 geben. Der ist wirklich ein tolles, solides Rennen gefahren, hat es auch dann geschafft, die schnellste Rennrunde einzufahren. Und Hamilton, ja, eher schwächeres Wochenende seiner Karriere. Ich gebe ihm mal eine 3. Der 6. Platz, immerhin aus eigener Kraft wäre es der 7. gewesen. Also ja, eine 3 ist okay. Carlos Sainz, ja, gegen Piastri nicht durchsetzen können, aber ich glaube, dann hat man auch aus Ferrari-Sicht verglühen lassen. Also ich gebe ihm trotzdem eine 3, denn er kann nicht viel dafür, wenn die Strategie kacke ist. Oscar Piastri, natürlich blöd, das mit der Strafe und auch im Rennen an sich, war er quasi chancenlos gegen die Top 3. Ich gebe ihm eine 2 trotzdem, denn er hat sich richtig Mühe gegeben und war ja auch im Qualifying unheimlich stark. Charles Leclerc, tolle Leistung wirklich, der hat für mich ein tolles, solides Rennen gefahren, konnte auch gut pushen. Eine 2, Lando Norris, klar eine 1, wirklich mega Wochenende und auch Verstappen natürlich eine 1. Ich meine, er hat den Druck trotzdem standgehalten und ich freue mich echt schon auf Monte Carlo, da werden die Karten nochmal neu durchgemischt. Und ich hoffe, ihr seid natürlich auch dabei. Abonniert gern kostenlos am Wochenende, geht's in die Megaseason. Später kommt dann noch ein Video auf jeden Fall zu unserer Road to F1-24 und auch die Mick Schumacher-Karriere. Bis dahin, abonniert kostenlos, lasst einen Daumen hier oben da und schaut auf Social Media vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.